Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai und in diesem Video erkläre ich den Modulator MIDI-CC, der eigentlich nur MIDI heißt. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst. Aber legen wir doch einfach mal los. Kurz gesagt, MIDI-CC-Befehle sind MIDI-Befehle, die von einem Controller an ein Gerät gesendet werden, um den Wert eines bestimmten Parameters zu ändern. Unabhängig davon, ob es sich um Hardware oder Software handelt. In Bitwig gibt es einen Modulator, der solche Befehle oder MIDI-CC-Messages empfängt und MIDI heißt. Du kannst also einfach die Modulator-Sektion öffnen und diesen Modulator MIDI über den Browser hinzufügen. Du siehst auf dem Display des Modulators bereits CC1 und eine DIN-Buchse und eine feine Linie, die die Buchse kreuzt. Wenn du den MIDI-Modulator durch Anklicken öffnest, siehst du insgesamt drei Sektionen: Message, Controller und Channel. Message besteht aus CC, Pressure und Bend. Der Controllerbereich in der Mitte der Modulator-Detailseite ist nur verfügbar, wenn CC im Message-Bereich oben ausgewählt ist. Und mit dem Controller kannst du die CC-Nummer, die du von einem Controller abrufen möchtest, manuell eingeben. Oder verwende die Learn-CC-Funktion, um den Controller zu übernehmen. In meinem Fall ist es ein Expression-Pedal, das über eine 3,5 Klinkenbuchse an ein MIDI-Keyboard angeschlossen ist und von dem Flexi-Skript von Driven by MOS gesteuert wird. In den Einstellungen Controller muss bei der Keyboard- und Pads-Sektion des Skripts hier also das Root Expression CC11, das wäre hier, auf On gesetzt werden, damit der MIDI-Modulator das Signal erfassen kann. Das Skript reicht es damit durch. Stelle immer sicher, welche CC-Nummer dein Controller sendet. Das findest du in der technischen Dokumentation oder mit dem extra MIDI-Monitor heraus. Wenn du das Signal von deinem Controller nicht abgreifen kannst, kann das mehrere Gründe haben. Hier schnell die fünf häufigsten Gründe. Erstens, du verwendest bereits ein Bitwig-Controller-Skript bzw. eine Konfiguration, hier in Einstellung Controller, die bereits intern in Bitwig verdrahtet ist. Bitwig weigert sich also, die interne Verdrahtung mit einem weiteren CC-Controller zusätzlich zu verdrahten. Du kannst einen Regler oder Fader nicht ein zweites Mal mit einer anderen Hardware verdrahten. Und das willst du auch gar nicht. Wirklich nicht, glaub mir. Zweitens, wenn du ein Controller-Skript wie Driven by MOS verwendest, dann brauchst du den MIDI-Modulator nicht, da alles bereits definiert ist. Oder du verwendest das Driven by MOS Flexi-Skript. Machen wir das hier mal zu. Add Controller, das Flexi-Skript. Indem du bis zu 300 Knöpfe und Fader detailliert definieren kannst. Ich zeige das auch gerade mal hier. Und mit diesen legst du dann fest, was sie tun sollen, wenn du an ihnen rumwackelst. Dann diese komplette Konfiguration hier. Drittens, du hast den Controller nicht in Bitwig auf der Seite Einstellung Controller definiert. Viertens, wenn du versucht hast, einen Treiber für deinen Controller zu finden, aber keinen gefunden hast, dann versuche es mit dem Treiber MIDI Keyboard. Das ist das einfachste Skript mit den wenigsten vordefinierten Verdrahtungen, bei dem du in der Lage sein solltest, alle deine Knöpfe und Fader über den MIDI-Modulator zu steuern oder zu empfangen.
Du hast ein virtuell oder fünftens, du hast ein virtuelles MIDI-Cabling außerhalb von Bitwig in deinem Betriebssystem, dann schau mal dort nach. Ich nehme dann an, du weißt, was du tust. Der Link zu den unterstützten Controllern und dem Driven by MOS-Skript und dem sehr informativen MOS-YouTube-Kanal findest du in der Videobeschreibung weiter unten. So, jetzt zum Pressure. Pressure wird auch Aftertouch genannt. Aber ich bleibe mal bei Pressure. Es gibt zwei Arten von Pressure. Channel Pressure und Poly Pressure. In diesem Fall fängt der MIDI-Modulator nur Channel Pressure auf. Das heißt, wenn du mehrere Tasten auf deinem Keyboard drückst und nur eine Taste härter drückst, werden alle Tasten mit eventuellen Änderungen, die du im Vornherein definiert hast, beeinflusst. Im Gegensatz zu Poly Pressure wird nur der Klang beeinflusst von den Tasten, die du härter drückst. Alle anderen bleiben gleich. Hier solltest du zusätzlich auf die Inspector Page achten, wo es eine Per-Voice-Einstellung gibt. In Ermangelung eines Controllers mit Poly Pressure oder Aftertouch denke ich, dass dies der Ort ist, an dem man es in Bitwig aktivieren kann. So, Bend ist nur Pitch Bend. Oder was heißt nur? Es ist Pitch Bend. Und du kannst das Signal zur Modulation weiterer Parameter verwenden. Oder du kannst Pitch Bend in den Track-Eigenschaften deaktivieren, wenn du auf den Track hier oben klickst und hier Pitch Bend deaktivierst. Dann kannst du mit dem Pitch-Bend-Rad, dem Strip oder einem Joystick, je nachdem, welche Art von Controller-Hardware du hast, einfach für jeden anderen Parameter verwenden. Und die letzte Sektion ist Channel hier unten. Hier kannst du festlegen, dass Bitwig auf alle 16 MIDI-Kanäle hört oder auf einen bestimmten MIDI-Kanal, wie MIDI-Kanal 1. Beispiel hier. Oder mit dem zusätzlichen Schalter Voice Channel dem Kanal der zuletzt gespielten Note folgen. Das kann sehr praktisch sein, wenn man Noten auf einer Spur an verschiedene Ziele sendet. Zum Beispiel an verschiedene Hardware, die auf verschieden definierten MIDI-Kanälen reagiert. Du siehst, du kannst diesen kleinen Modulator auf vielfältige Weise einsetzen. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai und falls du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen hast, lass es mich wissen und hinterlasse doch bitte einen Kommentar. Wenn du das Video hilfreich findest, dann gib mir einen Daumen, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden oder mit völlig spontan ausgewählten Menschen. Es könnte auch für sie hilfreich sein. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund, rette die Zukunft, mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.